Willkommen zurück zu Let's Play Nerim und wir haben es ja jetzt gerade eben hier über die Brücken geschafft, nach ein paar Versuchen und können jetzt hier durch das Portal gehen, was sogar einfach so geht. Wow, sehr schön. Dann, na, Ratsu hat bestimmt Ahnung, was wir gleich tun müssen und erstmal den Feuerbällen ausweichen. Ah, nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Na gut, das geht eigentlich ziemlich einfach, wenn man so am Rand entlang läuft. Tja, das war einfach. Wie das mit der Spinne hier sein wird, man weiß es nicht. Aber ich schätze mal, die müssen wir jetzt mal umhauen. Die ist schon so ein bisschen, wie alle Spinnen natürlich, widerlich. Vor allem mit der Größe jetzt. Jetzt sieht die nämlich auch noch bedrohlich aus. Na gut, vielleicht auch nicht so bedrohlich. Spinnengift, das nehmen wir mal mit. Spinnenseide brauchen wir nicht unbedingt. Was wollen wir damit? So, sagt der gerade gar nichts mehr. Der feine Herr Randherr. Weil der ist ja eigentlich noch bei uns. Ah. Das ist der richtige Weg. Wir kommen dem Schwert immer näher. Sehr gut, dass wir dem Schwert immer näher kommen. Ich frage es jetzt gerade nur, ach hier. Nee, hier. Hier doch nicht, oder? Oder doch hier? Kann man hier nicht rüber? Boah, ich will es besser, glaube ich, nicht ausprobieren. Da fällt man nur. Also wohl doch durch die Tür hier. Ach, schon wieder der nächste Verdammt, Gegner. noch eins. Ich bin eingeschlossen und... Was ist das? Das. Hier strömt Gas rein. Findet den Schalter für die Tür. Bei meiner Seele, findet den Schalter ja. schnell! 120 Sekunden. Ach du Scheiße. Wir sollten uns echt lieber beeilen. Das Problem ist halt nur, es stehen gerade so ein paar Spinnen rum. Okay, ich glaube, wir haben da keine Zeit für. Aber wo ist der Schalter? Hier irgendwo, hier weiter unten? Ich habe keine Ahnung. Ach nö. Hier muss ich jetzt nicht eigentlich durchspinnen. Hä? Wo bin ich jetzt dran gestorben? Das wüsste ich jetzt schon gerne, aber okay. Dann versuchen wir es halt nochmal. Verdammt noch eins, ich bin eingeschossen. Spinnen und ignorieren wir vielleicht, wir holen aber dafür eine Fackel eben schnell raus. So. Was ist das? Fackel draußen. Das. Hier strömt Gas rein. Findet den ja, Schalter ich für die beeil Tür. Mich ja schon. Bei meiner Seele, findet den Schalter schnell! Hier sind auch nur Spinnen. Verdammt nochmal. Na komm, geh auf. Geh da weg, dann kann ich hier durch. Oh, wenn ich den jetzt übersehe, den Schalter. Ah, und ich glaube, mein Spinnenproblem erledigt sich hier gerade von selbst. Das Problem ist, das löst Arantia das Problem nicht. Ah, das muss doch hier schneller gehen. Nun komm schon, geh schneller. Ach, der geht schneller. Okay. Das kriegen wir hin. Kurz stehen bleiben. Und wieder weiter. Bloß nicht zerstückeln lassen. Das ist hier die wichtigste Sache. Ich glaube, sonst bin ich wieder komplett falsch. Jedenfalls weiß ich gerade nicht weiter. Wir haben noch 60 Sekunden. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich meine, ich kann ja auch nicht hier reingehen. Wo kann ich doch? Nein, kann ich wohl nicht. Na komm, lass mich leben. Leben, da brauchen wir mal eben einen Lebenstrank. Was nehmen wir? Nehmen wir davon fein? Wir nehmen ein paar einfacher. So, und jetzt könnte ich bitte... Nein, ich habe die erste Platte verpasst. Zur Hilfe, glaube ich, nur schwimmen. Das kann auch nicht Sinn der Sache sein. Ich könnte jetzt nur versuchen, wie das ist, wenn wir hier uns mit ein paar Genesungstränken durchkämpfen. Ich kann kaum noch atmen. Dann auf der anderen Seite vielleicht öffnet endlich die Tür. Eventuell ein Schalter ist, aber hier ist nichts. Okay, das heißt, ich habe wahrscheinlich irgendwas verpasst. Oder hier ist der Schalter. Boah, ich glaube, hier war gerade der Schalter. Das war echt in allerletzter Sekunde, ey. Und ich weiß auch nicht, ob es in der Sache war, da eben durch Lava zu schwimmen. Bleib sofort stehen. Keinen Schritt weiter.
Diese Kammer mag leer aussehen, aber das ist sie nicht. Wenn ihr nur einen falschen Schritt macht, seid ihr tot. Okay. Ich kann von hier oben aus die magischen Fallen sehen. Schließlich weiß ich zur Genüge, wie man Magie anwendet. Also haltet euch an meine Anweisungen, wenn ihr hier lebend durchkommen wollt. Am besten, euer Blick bleibt immer nach vorn gerichtet und ihr geht nur nach links, rechts, vorne oder hinten, wie ich es euch sage. Schaut ihr euch zu viel um, könntet ihr die Orientierung verlieren. Also wagen wir es. Geht als erstes nach links und schaut immer in dieselbe Richtung. Okay. Wie weit da links? Geradeaus. Jetzt geradeaus, okay. Nach rechts. Ich muss eindeutig langsamer laufen. Also jetzt erst nach links und ich glaube, wir gehen dabei vielleicht nur. Geradeaus. Weil dann können wir auch noch schnell genug stehen bleiben. Es läuft im Moment ja noch. Und nu? Nach hinten. Nach hinten. Nach rechts. Nach hinten schien mir aber nicht so ganz zielorientiert zu sein. Geradeaus. Weil das Ziel gerade geradeaus liegt. Na gut, wenn es sein muss. Nach rechts. Und nu, geradeaus? Geradeaus. Dachte ich mir. Kurz an den Felsen vorbei. Gleich wahrscheinlich wieder links, ja. Und komm, lass mich jetzt einfach nach vorne durch und geradeaus. Fertig sind wir. Nach links. Ich glaube, diese Metallplatte ist höchst tödlich. Und ich bin schräg gelaufen. Das war vielleicht nicht ganz Sinn der Sache, aber gut, dass hier automatisch gespeichert wurde. Wirklich gut. Nach links. So, dann jetzt nach links. Gleich wieder nach vorne. Geradeaus. Nach links. Und jetzt darf ich bloß nicht nach vorne laufen. Ja, noch ein Stück. Geradeaus. Mir macht irgendwie nach jede rechts. Unebenheit macht mir Sorgen. Zum Beispiel, dass wir jetzt an dieser Säule entlang müssen. Und jetzt geradeaus, sag einfach geradeaus. Geradeaus. Ja, sehr gut. Sehr gut. Wow, ich glaube, wir sind sicher. Moment, ich öffne schnell die Tür. Okay, das klingt gut. Heieiei. Wird ja richtig anspruchsvoll hier. Und ich glaube, eine Fackel wäre gerade auch ganz gesund, obwohl, na gut. An den wichtigen Stellen sieht man ja noch was. Da oben seid ihr ja. Bin ich das? Seht ihr diese Halterungen? Gewiss kann man die Kristalle, die wir gefunden haben, dort hineinstecken. Er passt perfekt. Nun brauche ich euren Kristall. Werft ihn zu mir herunter. Alles klar. Den großen Kristall meint er wahrscheinlich, oder? Und dann hopp. Hopp. Sehr gut. Sehr gut. Wollen wir doch mal sehen. Und macht mir jetzt die Tür auf? Ich hoffe ja wohl. Sehr schön. Dann können wir auch gleich weiter. Okay, vielleicht können wir doch nicht so gut weiter. Was geht jetzt ab? Wer zieht seine Waffe? Oh, da unten geht's schnapp. Irgendwo bei irgendwas. Ah, eine lichtscheue Kreatur. Wer kennt sie nicht? Die hält ganz schön viel aus. Wenn die lichtscheu ist, hilft dann Licht irgendwie was? Haben wir einen Lichtzauber einen guten? Ich fürchte gerade nein. Erleuchtung haben wir aber erst an 1 und macht nur 15 Fuß. Vielleicht hilft's ja. Wohl eher nicht. Macht, glaube ich, nicht so viel Unterschied aus, und man sieht sie jetzt wenigstens. Und was geht jetzt mit dem? Ist der jetzt gerade Licht? Warum leuchtet er denn so? Und stumpfe Waffenfähigkeit hat sich übrigens verbessert, das ist schön. Na, jetzt komm her, bleib doch mal hier. Du Feigling, wow! Da kommt er noch her.
soll ich denn machen gegen den? Der teleportiert sich doch immer. Komm, jetzt brauchen wir nur ein paar Schläge, oder? Hoffe ich jedenfalls. Das heißt, ich sehe natürlich gerade auch keinen Lebensbalken. Okay, ich glaube halt nicht, dass das in der Sache ist. Ich weiß aber nicht, was hier helfen würde. Der Schalter hier vielleicht? Oder macht er erst später was? Vielleicht macht er auch erst später was. Ach, ich muss den im Licht bekämpfen, wenn mal irgendwo Licht ist. Wo ist denn jetzt Licht? Jetzt sehe ich es natürlich gerade nicht. Aber gerade eben war hier doch noch welches. Wo ist hier das Licht? Oder macht der das Licht? Weil gerade eben war hier doch mal so ein Lichtschein. Ah, ich sehe es gerade nicht. Ach, Entschuldigung. Verdammt, wo ist das Licht? Der ist das Licht, oder was? Ich kann jetzt einfach einmal hier durch alle Dinger durchlocken. Wo, Leute? Da irgendwo, da ist er. Nee, hier bin ich glaube ich auch falsch. Ich finde es ja schön, dass der so lichtscheu ist, aber das hilft mir gerade nicht. Oder hilft mein Lichtzauber dagegen schon? Nee, der macht einfach gar nichts. Aber das gibt's doch gar nicht. Das ist halt ja weg. Ich bin nur noch gerade eben Schaden gemacht, oder nicht? Aber was soll ich denn gegen den jetzt machen? Ich sehe nichts, keine Möglichkeiten. Außer einfach drauf zu prügeln im Moment. Das können wir noch ein paar Jahrzehnte machen. Boah, Rantel, sag doch mal was. Was soll ich denn da machen? Das hilft ja nicht. Was, habe ich irgendwie eine Fackel, die dagegen helfen kann? Aber es ist nicht die helle. Ich weiß gerade nicht. Er hat ja trotzdem noch dieses komische Leuchten um sich. Ich weiß echt nicht, was ich gegen ihn machen soll. Oder hat der Schalter das hier erst hell gemacht? Das geht natürlich auch. Irgendwie hatte ich gerade nicht das Gefühl, dass der doch, der Schalter macht das hell. Ist doch mal gut. Dann kommst du auch mal hier rein, Freundchen. Wenn mir das mal vorher einer gesagt hätte, dass der dumme Schalter das hier hell gemacht hat. Aber gut, man ist ja nicht beobachtungsfähig. Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Na komm, wo ist er? Da ist er. Jetzt, wo er brennt, sieht man ihn eigentlich noch deutlicher. So, ich schlag natürlich ins Leere. So, da hinten ist er wieder. Das hat man schön an dem Rumgestöhn hier gehört. Jetzt wäre es halt schön, wenn er draufgehen würde, endlich. Ein bisschen mehr Ausdauer wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber haben wir gerade nicht. Und es ist schon wieder sorry, aber tja. Wenn ich den nicht so häufig aus Versehen treffen würde, wäre das natürlich auch schon mal ein Fortschritt. Der wäre jetzt gerade fast schon wieder gewesen. Na komm, der hat doch kaum noch einen Lebensbalken. Es sei denn, das war wieder Rand her. Das könnte natürlich auch sein. Jetzt war genug. Oder nicht? Wo ist er jetzt? Da hinten ist er doch jetzt. Ja! Los, bleib hier. Dankeschön. Das war hoffentlich die... Ja, hoffentlich war es die letzte Höhle. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen altertümlichen Schlüssel. Der uns hier weiterführt. Hoffe ich. So, und wer oder was ist das jetzt? Anscheinend nur eine stinknormale, unwichtige Statue. Und ich glaube, ich sollte auch die helle Fackel mal wieder weglegen. Nehmen wir nur eine normale vielleicht. Die normale reicht ja schon. Ist das Schwert. Weiter, weiter. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach da rumliegt jetzt, aber okay. Kann natürlich auch sein. Vielleicht ist irgendwo runtergefallen.
Für so ein wichtiges Schwert. Das kann man doch nicht einfach so da rumliegen lassen. Geht's hier noch weiter? Nö, Sackgasse. Da geht's auch nicht weiter. Auch wieder Sackgasse. Genau wie hier? Ja. War ja klar. Man kommt hier echt nirgendwo mehr hin. Und hier war jetzt auch keine Sackgasse. Doch. Und hier auch. So, na dann holen wir es uns. Wir haben es geschafft. Wahrscheinlich kriegt er jetzt das Schwert. Aber gut, was wollen wir auch mit dem Schwert? Nun, Narazul Arantial, sammelst du die Bruchstücke deiner Vergangenheit zusammen? Arkt! Ich hatte eigentlich gehofft, dich nicht mehr sehen zu müssen. Ich wollte mich nur mal wieder in Erinnerung rufen, da das Gespräch zwischen dem Kleinen daneben dir und mir in Aktvent letztlich so abrupt enden musste. Und natürlich bin ich neugierig, ob du erfüllst, was du begonnen hattest. Denn dass die Aristokratie der Lichtgeborenen endet, liegt ja auch in meinem Interesse. Fein. Dann bewege deinen hochehrwürdigen Hintern woanders hin und lass mich das Schwert nehmen. Gerne. Schließlich kann ich meinen Hintern frei bewegen. Mit deinem jedoch könnte das Schicksal noch allerlei vorhaben. Elender Schwätzer. So sieht man den auch nochmal wieder. Immerhin geht er uns nicht so sehr auf den Nerven. Endlich. Jetzt sind wir wieder eins. Celara, mein Herz. Jetzt kann die Freiheit ihren Siegeszug durch dieses Land beginnen. Unter diesem Schwert werden die Lichtgeborenen fallen und ihr unsterbliches Blut vergießen. Das heißt, müssen wir auch eigentlich das Bergkloster befreien. Das Bergkloster. Ja, ich erinnere mich daran. Mersul hat es mir einst gezeigt. Dort hält sich also momentan der Orden auf und wird belagert? Gut, dann werden wir es befreien. Anschließend das Nordreich von Baratheons Truppen säubern und uns dann den Kanzler selbst vornehmen. Wenn dies vollbracht ist, sind alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Kommt, ich bringe uns in die Nähe des Klosters. Alles klar, schön, dass er so viel rumteleportieren kann. Da sparen wir uns doch eine Menge rumgelaufen. Aber ich würde sagen, weiter geht's erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat dann wieder mit dabei. Bis dann, euch schönen Tag und ciao.